So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Es ist kurz vor 21 Uhr. Die Märkte in Amerika handeln also noch. Kommen wir aber allerdings zunächst zum DAX. Hier ist man jetzt heute früh unglücklich. Das Setup bestand eben gestern. Sollte es hier an dem EM38 an der Unterkante schon nach oben abprallen. Und der Stopp war eben am Tagestief gesetzt. Gestern lief das Setup noch und heute früh gab es dann hier gleich den Ausstopper. Nach dieser Tageskerze folgte ein weiterer dynamischer Anstieg, den wir jetzt aber hier eben verpasst haben. Im S&P 500 Index war man long eingestellt über dieser Marke von 2041, die am Wochenende bekannt war, sollte es eine dynamische Aufwärtsbewegung gehen. Diese zwei Kaufzonen wurden auch frühzeitig auserkoren sozusagen und hat eben dann an der zweiten gedreht und hat jetzt augenblicklich kurzfristig oder beziehungsweise ja eben auf Stundenbasis diesen Abwärtstrend auch nachhaltig überwunden. Hier könnte es natürlich jetzt einen Rücksetzer geben und dann dürfte es aber weiter nach oben gehen. So ist erstmal jetzt die Voraussetzung. Also Short war definitiv keine Option, deshalb wäre jetzt hier im DAX eben nicht rausgeflogen ist, hat gute Gewinne machen können, genauso wie mit dem hier mit dem Nasdaq Update bzw. Nasdaq Chart der Vorbörseneröffnung und da stand der Index unter diesen beiden Marken. Die erste war eben genannt bei 4386. Und ab 4.400 darf es jetzt ruhig bis 4.482 gehen. Aktuell steht er bei über 40 und im Hoch bei ja, 44. Das ist jetzt erstmal so weit, so gut. Auch die einzelnen Aktien-Setups waren auf Long-Setups eben eingestellt, wie Netgeco Solar war bislang grau, erreicht jetzt hier die wichtige Zone. Ist natürlich dann Tagesschluss ab 23, sollten mehr größere Aufwärtsbewegungen anschließen. Eine Daimler hat hier noch nicht den Beiträger erreicht. Eine Dialog Semiconductor, kein Kauflimit noch. Allerdings die Trillisch, hat jetzt bei 37 geschlossen, da liegt das Kauflimit leicht 100. Kann man hoffen, dass die hier kurz, natürlich ist die Tageskerze recht bitter. Nichtsdestotrotz kann es hier morgen kurz ein Absacker kommen und dann nach oben durchstarten. Das Kauflimit bleibt somit erhalten. Die Verbio hat hier im Tagesverlauf kein, sie nicht mehr die an die Kursgewinne von gestern anknüpfen können, nur eben vormittags, und ist aber hier der Stopp relativ eng gesetzt und eine ATVA ist direkt an der Abwärtstrendlinie. Somit eine Xing noch, die ich am Montag vorgestellt habe, der Abwärtstrend ist jetzt hier durchbrochen worden. Die heutige Tageskerze ist etwas Unsicherheit, zeugt die. Und hier darf es dann nochmal kurz runtergehen. Und wenn man auch jetzt schon eingestoppt ist, den Stopp entweder bei 160 lassen oder noch ein Stück tiefer hier an den Aufwärtstrendlinie nach oben trailen. So, dann kommen wir zu den unerfreulichen Dingen. Hier, der Goldpreis ist durch den schönen Move in den Indizes erstmal abverkauft worden, durch den Stopp gerasselt. Also muss man jetzt hier
erstmal eine Umkehrkerze. Vermutlich wird der Gold dann hier bei 1215 bauen. Oder eben zuletzt, was auch noch eine Marke eben war, wie hier der Wochenwiderstand, Wochenunterstützung bei 1192. Darunter wird es dann wirklich gefährlich. Ob dann diese Linie das aufhalten kann, ist dann fraglich. Aber hier sind noch gute Unterstützungszonen drin. Silber, wenn man hier das vergrößert, ich glaube, ich habe das doch hier, dann sieht man es klarer. Da ist auch die Wochenunterstützung drin, also einfach die Wochenlinie. Und direkt hier gab es leicht bullische Abprall, aber wir sind hier im 5-Minuten-Chart. Also hier ist deutlich noch alles abwärts gerichtet. Und schauen wir das nochmal hier im Tageschart an. Das bleibt für mich dann auf Schlusskursbasis gültig. Ein Absacker, auch wenn es jetzt heute noch die letzten 3 Stunden knapp an der Marke schließt. Alles, was natürlich 16,10 oder noch tiefer ist, dann ist natürlich auch dann ausgestoppt. Aber jetzt hier um 1, 2 Pips oder 5 Pips lasse ich mich jetzt hier nicht ausstoppen. Sollte es jetzt noch Ende der Handelssitzung Abgaben kommen. Hier hat beim Öl hat der EMA 200 im Stundenchart gute Dienste verbracht und hier konnte dann es nochmal aufwärts gehen und liegt dann hier direkt an der Trendlinie. Mal schauen, wie gesagt, hier würde ich gern ein neues Hoch noch sehen wollen und dann zu shorten. Zu den anderen Forex-Setups, hier ist man nicht reingekommen und das Kursziel neues Hoch wurde hier erreicht. Beim Pfund gegen kanadischer Dollar, da ist noch ein bisschen hier auf Wochensicht noch möglich, aber dürfte relativ ausgereizt sein. Auch hier noch sieht man, der DAX am Ende hier erstmal angekommen. Denk mal, wenn es so bleibt, dürfte auch der DAX über 10.111 Punkte ansteigen und dann nochmal eine schöne Aufwärtsbewegung hinlegen. Hier, wer jetzt hier nochmal zugegriffen hat, konnte enorme Gewinne einfahren, denn hier wurde besprochen, ein Rücksetzer ist hier noch kaufenswert, überhaupt nach dieser Tageskerze. Das war's jetzt. Erstmal danke fürs Zuhören und bis morgen.